J'écrirai pour venger ma race. Ich werde schreiben, um die meinen zu rächen. Für mich hat meine Mutter keine Geschichte. Sie war schon immer da. Mein erster Impuls beim Schreiben, sie in zeitlosen Bildern festhalten. Sie war wütend. Sie war eine Frau, die alles verbrannte. Einzelne Szenen, in denen sie vorkommt, ungeordnet aneinanderreihen. So finde ich aber nur die Frau aus meiner Vorstellung. Dieselbe Frau, die ich seit ein paar Tagen in meinen Träumen sehe, wieder lebendig, unbestimmten Alters. Ich möchte aber auch die Frau zu fassen bekommen, die außerhalb von mir existiert hat. Die Frau, die am ländlichen Rand einer Kleinstadt in der Normandie geboren wurde und auf der geriatrischen Station eines Krankenhauses in einem Vorort von Paris gestorben ist. Im Winter 1916 auf dem zugefrorenen Teich Schlittschuhlaufen, Verstecken spielen und Seilspringen. Den hohen Töchtern der Privatschule Schimpfwörter zurufen, begleitet von der rituellen Geste der Verachtung, ihnen den Rücken kehren und sich mit der flachen Hand auf den Hintern klatschen. Ein Leben, das sich draußen abspielt. Das Leben eines Mädchens vom Land, das alles kann, was die Jungs können. Holz sägen, Äpfel vom Baum schütteln und Hühner schlachten, indem man ihnen eine Schere in die Kehle rammt. Sie war weder glücklich noch unglücklich darüber, mit 12,5 von der Schule abzugehen. Das war so üblich. Von allen Familienmitgliedern hatte meine Mutter die größte Wut und den größten Stolz. Sie blickte mit rebellischer Klarsicht auf ihre niedrige gesellschaftliche Stellung und weigerte sich, ausschließlich danach beurteilt zu werden. Eine ihrer wiederkehrenden Bemerkungen über reiche Leute: Wir sind genauso viel wert. Sie war eine hübsche, kräftige Blondine mit grauen Augen. Sie las alles, was sie in die Finger bekam, sang die neuesten Chansons, schminkte sich, ging mit Freundinnen ins Kino, ins Theater, immer bereit, sich zu amüsieren. Zwischen meiner Mutter und mir gab es ein heimliches Einverständnis. Gemeinsame Lektüren, Gedichte, die ich für sie aufsagte, Kuchenessen in einem Café in Rouen, alles Dinge, von denen mein Vater ausgeschlossen war. Er ging mit mir auf den Jahrmarkt, in den Zirkus, Filme mit Fernandel, er brachte mir Radfahren bei und welches Gemüse im Garten wuchs. Mit ihm hatte ich Spaß, mit ihr unterhielt ich mich. Sie war die dominante Figur, das Gesetz. Meine Mutter war eine hübsche junge Frau mit rot gefärbtem Haar. Sie hatte eine dröhnende Stimme und schrie oft in grässlichem Ton herum. Sie lachte auch viel, ein kehliges Lachen, bei dem sie Zähne und Zahnfleisch entblößte. Sie sang beim Bügeln, Le Temps des Cerises, Riquetage ou les Fleurs de Java. Sie trug Turbanhüte, ein breit gestreiftes blaues Sommerkleid, ein anderes aus beigem Waffelpiqué. Sie puderte sich mit einer Quaste vor dem Spiegel über der Spüle, trug Lippenstift auf, wobei sie mit dem kleinen Herz in der Mitte begann, tupfte sich Parfüm hinter die Ohren. Wenn sie ihr Korsett schnürte, drehte sie sich zur Wand. Die Haut trat zwischen den sich überkreuzenden Riemen hervor, die sie unten zu einer Schleife band. Mir entging kein Detail ihres Körpers. Ich glaubte, dass ich wie sie sein würde, wenn ich groß wäre. An einem Sonntag picknicken meine Eltern an einem Hang in der Nähe eines Waldes. Eine Erinnerung
wie ich zwischen ihnen sitze, in einem Nest aus Stimmen und warmen Körpern, ständigem Gelächter. Auf dem Nachhauseweg geraten wir in einen Luftangriff. Ich sitze bei meinem Vater auf der Fahrradstange, sie fährt vor uns den steilen Weg hinab, kerzengerade auf dem Sattel, der ihr zwischen den Pobacken klemmt. Ich habe Angst vor den Bomben und dass sie stirbt. Ich glaube, wir waren beide in meine Mutter verliebt. In meiner Jugend begann ich mich von ihr zu lösen und zwischen uns beiden gab es nur noch Kampf. Es gefiel ihr nicht, dass ich erwachsen wurde. Ich träumte nur noch davon wegzuziehen. Sie willigte ein, mich aufs Gymnasium nach Rouen gehen zu lassen, später nach London, zu jedem Opfer bereit, damit ich ein besseres Leben hatte als sie, selbst dem größten, der Trennung von ihr. Als Studentin an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät hatte ich ein geschöntes Bild von ihr, ohne Geschrei und Wutausbrüche. Ich war mir ihrer Liebe und folgender Ungerechtigkeit sicher. Sie verkaufte von morgens bis abends Kartoffeln und Milch, damit ich in einer Vorlesung über Platon sitzen konnte. Ich freute mich, sie wiederzusehen. Ich vermisste sie nicht. Ich suchte vor allem dann ihre Nähe, wenn ich Liebeskummer hatte, von dem ich ihr nicht erzählen konnte. Wenn ich ankam, stand sie hinter der Theke. Kundinnen drehten sich um, sie errötete leicht und lächelte. Wir umarmten uns erst in der Küche, nachdem die letzte Kundin gegangen war. Fragen nach der Fahrt, dem Studium. Leg mir deine Sachen zum Waschen raus. Ich habe die Zeitungen für dich aufgehoben. Liebenswürdigkeit, fast schon Befangenheit, wie das so ist, wenn man nicht mehr zusammenlebt. Jahrelang bestand unsere Beziehung nur aus diesen Momenten der Rückkehr. Mein Bild von ihr wird allmählich wieder zu dem, das ich als Kleinkind von ihr gehabt haben muss. Ein großer, heller Schatten über mir. Sie war allen gegenüber großzügig. Sie gab lieber, als dass sie nahm. Ich werde ihre Stimme nie mehr hören. Sie, ihre Worte, ihre Hände, ihre Gesten, ihr Gang und ihre Art zu lachen waren es, die die Frau, die ich heute bin, mit dem Kind, das ich gewesen bin, verbunden haben. Ich habe die letzte Brücke zu der Welt, aus der ich stamme, verloren.